Liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte heute sprechen über den Themenkomplex Cyberangriffe, Hackereinbrüche, Fake News. Und wir stehen ja in diesen Tagen bei der Amtsübernahme von Donald Trump in den USA. Und auch dort gibt es eine verrückte Debatte, dass die Wahl in den USA, die jetzt viele Gründe hat, dass diese Wahl von Putin persönlich manipuliert worden sei durch Cyberattacken. Und auch in den USA gibt es Kritik. Viele ehemalige Geheimdienstveteranen haben sich jetzt in einem offenen Brief an die Öffentlichkeit gewendet und fordern, entweder wirklich Belege vorzulegen, die es bis jetzt nicht gibt, wirklich handfeste Belege, oder diese Debatte zu beenden. Es hat ja sogar dazu geführt, dass es Sanktionen gegen russische Diplomaten gegeben hat, obwohl es, wie gesagt, keine Belege gibt. Und das Ganze ist eigentlich Kriegsrhetorik und auch deshalb so gefährlich, weil ein Cyberangriff auch nach den Statuten der NATO mittlerweile als Bündnisfall und damit als Kriegsgrund gewertet werden kann. Deshalb muss man damit sehr ernsthaft umgehen und kann nicht einfach alle Gerüchte in die Welt setzen und alles miteinander vermengen. Auch in Deutschland stehen wir im Wahljahr 2017 in einer ähnlichen Debatte. Es vergeht kaum ein Tag, in dem nicht in Agenturen, in Medien Gerüchte über angebliche Bedrohungen der Bundestagswahl durch russische Hackerangriffe ventiliert werden. Oftmals angestoßen vom Chef des Verfassungsschutzes, Herrn Maaßen. Wenn man genau hinliest, sieht man, auch dafür gibt es überhaupt keine wirklichen Beweise. Es sind immer Vermutungen und doch wird das dann immer in den großen Medien so dargestellt. Es wird ein Klima erzeugt in Deutschland, dass die Wahl bedroht ist. Und in einem solchen Klima werden natürlich auch kritische Stimmen, andere Sichtweisen, zum Beispiel auf den Ost-West-Konflikt, dann als von Putin gesteuert dargestellt werden. Ich glaube, ein solches Klima sollte in der Bundestagswahl nicht sein. Es muss eine freie Wahl sein. Es muss eine Wahl sein, in der es einen freien Willensbildungsprozess gibt, der nicht überlagert ist von einer solch schrägen Diskussion. Ich fordere die Bundesregierung deshalb auf, veröffentlichen Sie diesen Bericht vom BND und Verfassungsschutz über angebliche Cyberangriffe. Der liegt vor, ist aber nicht veröffentlicht. Ich fordere die Medien auf, nicht jedes Gerücht so darzustellen, als ob es eine Tatsache wäre, und hier differenzierter und kritischer zu sein. Und ich fordere auch alle Bürgerinnen und Bürger auf, sehr genau hinzuschauen, wenn solche Meldungen kommen. Gibt es Belege? Gibt es keine Belege? Wie sind da konkret die Formulierungen? Wir brauchen eine offene Debatte zur Bundestagswahl. Wir brauchen einen offenen, demokratischen Willensbildungsprozess und kein Klima, in der die Menschen das Gefühl haben, unsere Wahl ist bedroht durch Putin.